Thomas Forschbach von Werde Musiker. Herzlich willkommen zu diesem ersten Video meines Piano-Tutorials des Stücks My Heart Will Go On, der Soundtrack aus dem Film Titanic. Was für ein Film, was für ein Soundtrack. Und das ist eine Videoserie, in der du eine ganze Menge lernen kannst. Wenn du vor allen Dingen noch gar nicht Klavier spielst oder auch wenn du schon ein bisschen spielst, ich erkläre sehr viel, sehr detailliert. Und am Schluss werden wir auch richtig groß noch. Egal welchen Fortschritt du hast, ich empfehle dir einfach mal auch alle Videos durchzuschauen. Da sind ein paar Arbeitsteile drin, bei ein paar Sachen kannst du sofort mitspielen. Auch wenn du mal nicht weiterkommst, schau sie dir mal an. Ich glaube, du kannst da eine ganze Menge von mitnehmen. Ja, hoffe ich sehr, wünsche ich dir, würde mich auch sehr freuen. Außerdem, das machst du am besten jetzt sofort, lege ich dir meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs für Anfänger ans Herz. Den findest du, wenn du unten in der Videobeschreibung auf den Link klickst. Und da kannst du diesen Kurs kostenlos anfordern. Wir stehen außerdem im E-Mail-Kontakt, wenn du mal eine Frage hast oder so. Würde mich sehr freuen, dich da auch zu sehen. Bei Facebook bin ich natürlich auch. Bis dahin jetzt erstmal viel Spaß mit My Heart Will Go On. Ich zeige dir erstmal, was du in diesem Video lernen wirst. Und zwar ist das das Intro, das Vorspiel des Stücks. Ich spiele das und ich zeige es dir so. Ja, das ist ja schon wunderschön, auch im Original mit der Flöte. Ich liebe diese Ballade, hervorragend produziert und auch wunderschön gesungen. Ja, versuchen wir es also auch genauso schön auf dem Klavier umzusetzen. Also, ich zeige dir erstmal die linke Hand. Die linke Hand spielt hier die Akkorde und zwar die Töne der Akkorde nacheinander einzeln. Und zwar sind das insgesamt drei verschiedene Akkorde. Das ist erstmal der Akkord Cis-Moll. Ja, das Stück zeige ich dir hier in der Originaltonart. Und deswegen ist das der erste Akkord auch direkt schon hier relativ kompliziert. Cis-Moll. Der erste Ton ist das Cis. Das ist von den zwei schwarzen Tasten die linke. Mit dem kleinen Finger spielt, der Mittelfinger spielt das E, das ist die weiße Taste rechts neben den zwei schwarzen Tasten. Und der Daumen spielt hier die mittlere der drei schwarzen Tasten. Ja, das ist Cis-Moll. Theoretisch kann man auch hier Cis-Moll spielen, auch hier, auch hier. Das ist alles Cis-Moll, du siehst ja hier zwei schwarze, drei schwarze, zwei schwarze, drei schwarze, zwei, drei und so weiter. Aber wir spielen das hier in der Mitte. Du siehst auch oben auf der anderen Tastatur, die eingeblendet ist, C3. Das C3 ist das C, was in der Mitte deiner Tastatur ist. Okay, und deswegen hier Cis, E, Gis. Diese drei Töne nacheinander. Ja, und da möchte ich dich bitten, das jetzt erstmal so zu üben, dass die nacheinander gleichmäßig schön erklingen. Nicht irgendwie oder sowas, sondern bom, bom, bom. Bom, 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 3, 4, bom, 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 3, 4, bom, bom, bom. Ja, das ist die erste Übung. Wenn du die Töne gefunden hast, dann geht es um die nächsten Töne zu finden. Das sind diese drei. Das ist der Akkord H-Dur. Der hat die Töne H. Das H ist der Ton, wenn hier drei schwarze Töne sind, rechts daneben, die weiße Taste, ist das H. Dann das Dis mit dem Mittelfinger, das ist von den zwei schwarzen Tasten die rechte. Und dann das Fis, das ist von den drei schwarzen die linke. Das ist der Akkord H-Dur, H wie Heinrich. Ja.
Und danach, also übrigens das bitte auch genauso üben wie davor, das ist schön gleichmäßig. 3, 4. 3, 4, ja, wie vorhin, bitte üben und auch erst dann weitermachen, ja, nicht fuschen. Erst wenn du es gut spielen kannst, weitermachen. Okay, und danach kommt A-Dur. Das ist alles eins tiefer. Zwei Halbtöne tiefer, aber hier abzuzählen wäre zu kompliziert. Deswegen zeige ich es dir. Das A ist dieser Ton hier. Also von den drei in der Mitte ausgehend, zack, nach rechts. Das ist das A. Das Cis, das hatten wir vorhin schon, die linke von den zwei schwarzen Tasten. Und das E. Das ist A-Dur und auch diese drei Töne nacheinander. Genau so wieder üben. Und wenn du auch das gemacht hast und perfekt spielen kannst, dann gilt es als nächstes Folgendes zu üben. Nämlich die Reihenfolge Cis, Cis-Moll, H-Dur, A-Dur und wieder H-Dur. Ja, wieder zurück. Ich zeig dir das mal, wie du das dann am besten spielen solltest, üben solltest. Also so soll es dann, wenn es sitzt, klingen. Cis, 3, 4, H-Dur, 3, 4, A-Dur, 3, 4 und H-Dur wieder. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. So, übrigens, so wie ich das gerade gespielt habe, ist es etwas schneller, als du es später brauchst. Du brauchst es gar nicht so schnell, aber trotzdem sollte es Ziel sein, das so schnell spielen zu können. Und ich gebe dir noch einen Tipp, wo ich jetzt 3, 4 gespielt habe. Pass mal auf, was meine Finger da machen. 3, 4. Ist es dir aufgefallen? Als ich hier den letzten Ton gespielt habe, drückt mein Pedal, dazu später in einem anderen Video mehr, sorgt mein Pedal dafür, dass die Töne weiter klingen. Bei dir ohne Pedal klingt so. Das ist okay. 3, 4, 3, 4, 3, 4. So ist es ohne Pedal. So, so klingt es bei dir, wenn du es ohne Pedal schon spielst. So, aber was dir vielleicht aufgefallen ist, guck mal, nachdem hier die rechte Hand mit dem Daumen gespielt hat, zack, bereitet sie sich schon vor mit dem kleinen Finger, der ist hier schon auf dem H, das ist der nächste Ton, der angeschlagen wird. Wieso? Damit der hier nicht in Stress gerät. 3, 4, und dann schnell noch der Rüberritt, stimmt ja, ich muss ja spielen. Der hat ja Zeit, der spielt ja in der Zeit, da in der Zeit wird er nicht gespielt. 3, 4, das ist ja Pause, ne? Der kann ein Bier trinken gehen, der kann aber auch einfach 3, 4, da schon mal auf das H gehen und da warten, damit er dann pünktlich und ohne Stress hier spielen kann. Und hier das Gleiche. 3, 4, siehst du, wenn du ich 3, 4 sage, ist die Hand schon auf den Tönen, die sie danach spielen wird. 3, 4, 3, 4, 3, 4, ne? Je schneller, desto besser, je früher, desto besser. Ne? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Das gilt hier auch beim Akkordwechsel. Okay, du kannst die linke Hand schon perfekt spielen. Wenn du das auch wirklich kannst und bitte erst dann, dann gehen wir zur rechten Hand. Die spielt Folgendes. Ja, das teilen wir in zwei Teile auf, in zwei Überabschnitte. Der erste ist folgender. Ja, E, Fis, Fis, Gis. Das E ist dieser Ton, rechts neben den zwei schwarzen. Dann das Fis ist der erste, oder der linke von den drei schwarzen. Der wird zweimal angeschlagen und danach das Gis. Du, 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 du. Das bitte üben. Ganz oft. Bis es wirklich schön und kontrolliert und sauber funktioniert. Noch nicht. Sondern bam, bam, bada. So, als wäre es gesungen.
Okay, wenn du das kannst, dann der nächste Überabschnitt. Ja, das ist schon mehr. Guck mal, die Hand, so wie sie auch davor schon lag, ne, die liegt ja schon hier mit dem Daumen auf dem E. Und hier mit den beiden auf den schwarzen, mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger auf den schwarzen Tasten. A und F. Ja, so liegen die Finger. Und dann hatten wir gerade. Dann Spitze. Also Zeigefinger, Mittelfinger, Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, kleiner Finger. Bam, 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 bam. Das bitte jetzt üben. Bam, 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 bam. Und zwar so oft, bis du es so kannst. Übrigens mit dem Hinweis, da, 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 bam. Das letzte Fis hier, bevor du auf das H gehst, dieser Ton wird länger angehalten. Das sind die schnellen. Aber auf dem Fis bleibt er etwas länger liegen, bevor er hoch auf das H geht. So sollte es im Endergebnis klingen. Wenn du das perfekt spielen kannst, kannst du. Und ganz oft wiederholt hast, übrigens, auch wenn du das jetzt 100 Mal wiederholst, hast du das in wenigen Minuten schon drauf. Aber vielleicht reichen dir ja sogar 5 oder 10 Mal. Aber mach's lieber, also das Wichtigste ist, dass es ordentlich ist, ja? Also, du musst hier keinen Wettbewerb gewinnen, wer es mit den wenigsten Wiederholungen schafft. Im Gegenteil, mach besser mehr Wiederholungen, dann lernst du es auch und behältst es. So, dann kannst du den ersten und den zweiten Abschnitten der Rechner zusammenspielen. Das ist dann folgendes. Ja, das sind die ersten beiden Überabschnitte zusammen. Danach kommt ein folgender Abschnitt. Ja, das ist mit ein bisschen mehr Handbewegung. Und zwar, die Hand liegt ja so. Das ist dann erstmal A. Gis E, ja, also Ringfinger, Mittelfinger, Daumen. Dann setzt hier der Mittelfinger über auf dieses Cis, die linke der schwarzen Teil. Ja, und in dem Moment, wo der Mittelfinger das Cis anschlägt, geht der Daumen, Achtung, schau mal auf meinen Daumen jetzt hier, wenn ich diese Taste anschlage, zack, geht der Daumen schon hier, siehst du, mit dem Anschlag schon auf das A, was danach gespielt wird. Ja. Entschuldigung. Also nochmal. A, Gis, E, Cis, A, H. Ja. Ich spiele es mal. Okay. Und wenn du auch das perfekt spielen kannst, bitte auch so oft üben, bis du es wirklich perfekt spielen kannst. Ja, es macht keinen Sinn, vorher weiterzumachen. Dann kannst du hier in der rechten Hand alles mal zusammenspielen. Dann kannst du alles, ne? Das ist schon mal die erste Hälfte und das, was über den Akkorden gespielt wird. Und dann wird im Grunde genommen das gleiche wiederholt. Auch die Akkorde fangen dann nochmal neu an mit Cis, H, A und H. Ja, also auch die gleichen Akkorde werden jetzt wiederholt. Die rechte Hand fängt auch wieder gleich an. Das ist alles gleich. Nur bis dahin und dann geht sie noch hoch. Genau, und zwar hier mit dem Daumen würde ich dann auf das Gis gehen, das ist die mittlere der drei schwarzen Tasten. Ja, Gis, H, Cis, H und es spielt der Daumen nicht das Gis, sondern das Fis.
Ja, Gis, H, Cis, H, bleibt auch länger auf dem H, dann das Fis. So, auch das bitte perfekt üben und erst dann zusammen mit dem. Übrigens, guck, hier war der Kleinfinger auf dem H. Hier ist natürlich, muss groß abgesetzt werden. Zack, der Daumen. Denk, stell dir hier schon mal den Daumen auf diesem Gis hier vor. Dann ruhig die Hand abheben. Dann der Daumen hier. Das Fis. Ja. Die schwarze Taste links neben dem Gis. Nur zuerst spät der Daumen hier, später da. Aber der Daumen ist ja flexibel im Gegensatz zu den anderen Fingern. Okay. Pass auf. Jetzt wird's hart. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt noch nicht so viel Erfahrung am Instrument hast. Wenn du die linke Hand perfekt spielen kannst und die rechte Hand perfekt spielen kannst und sollst jetzt beide zusammenspielen, denke nicht, dass das einfach sofort klappt. Nein, bitte nicht. So oft werde ich angeschrieben, hey Thomas, sag mal, ich habe Probleme, irgendwie die linke und die rechte Hand zusammenzubringen. Ja, das ist völlig klar, das ist völlig normal. Das ist eine unglaubliche Aufgabe für das Gehirn jetzt. Ja, das ist nicht einfach so, ja, ich kann das und jetzt das. Denn das ist der Moment, wo sich im Gehirn die Synapsen bilden, ja, beim Klavierspielen. Klavierspielen, ich habe da auch einen coolen Blogartikel auf meinem Blog klavier-lernen.de. Klavierspielen macht dich intelligenter, ja. Also es lohnt sich, das zu üben. Es werden neue Synapsen in deinem, neue Verbindungen in deinem Gehirn geboren. Und das geschieht vor allen Dingen jetzt bei einer solch komplexen Fähigkeit wie das, was wir jetzt machen, nämlich beide Hände zusammenspielen. Das ist nicht einfach, es muss alles geübt werden. Und es ist einfach, wenn du kleine Schritte wählst. Ja, je kleiner die Schritte, desto einfacher ist es. So, also ich zeige dir das erstmal. Ich zeige dir die einzelnen Überabschnitte, aber üben musst bitte du selbst. Ja, die rechte Hand fängt alleine an. Und wenn sie das Fis nochmal anschlägt, spielt hier die linke Hand auch den ersten Ton mit dem Cis. Und dann, übrigens, dann gehen auch beide hoch, schlagen beide die Töne wieder gleichzeitig an, das E links und das Gis rechts. Also nochmal. Die linke Hand spielt dann alleine den letzten Ton. Das ist der erste Überabschnitt. Den bitte immer weiter wiederholen, bis es perfekt funktioniert bei dir. Ja, okay, wir machen weiter. Der nächste Abschnitt, in dem die rechte Hand spielt alleine, fängt allein an und auf diesem Fis in der rechten Hand fängt die linke Hand an zu spielen. Ja. Und die wieder gleichzeitig. Gleichzeitig, gleichzeitig, linke Hand alleine. Dann geht's also auch das bitte üben. Bis, ja, noch nicht weitermachen, wenn du es nicht perfekt spielen kannst. Ich mache jetzt nur schon weiter. Wieder alleine in der rechten Hand. Ja, nochmal langsam. Auf dem E spielt die linke Hand das A. Dann das Cis alleine in der linken Hand und das E wieder hier mit dem Cis in der rechten Hand. Rechts alleine. A. Und wenn ich hier jetzt das H spiele, spielt auch die linke Hand das H und die anderen beiden Töne danach. Okay, auch das ist ein Überabschnitt. Jetzt kommt der nächste. Ach, beziehungsweise, das müsstest du jetzt können. Das ist genau das Gleiche. Rechte Hand geht hoch. Ach so, übrigens, das Cis wird länger gespielt. Und zwar so lang, also mit dem A zusammen. Dann spielt hier Cis E.
dann das H alleine. Und wenn das Fis gespielt wird, wird das H hier unten gespielt. H, Dis, Fis. Okay, das ist der letzte Überabschnitt. Und wenn du alles schön getrennt geübt hast, nimm dir immer zwei Pärchen. Das heißt, als erstes ja, das sind die ersten beiden Überabschnitte. Spiele dann diese, übe dann diese zusammen, bis sie perfekt funktionieren. Ja, und wenn du das kannst, kannst du dann natürlich auch diesen. So, wenn du die getrennt perfekt üben kannst, kannst du diesen ganzen Teil zusammen üben. Nur bis da. Und das wird ja eigentlich wie, ja, mit einer Variation wiederholt. Die zweite Hälfte. Ja, und dann kannst du die zweite Hälfte. Und wenn du die beiden Hälften auch perfekt spielen kannst, dann den ganzen Teil zusammen üben. Okay, und wenn du das gemacht hast, wirst du das Intro schon spielen können. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super cool. Gerade wenn du noch nie Tasten gesehen hast, ist es ein riesiger Erfolg. Und dann hoffe ich, hast du Spaß, weiterhin dabei zu sein. Ja, ich lege dir sehr meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger ans Herz in der Videobeschreibung unter diesem Video. Findest du den Link dazu, am besten jetzt draufklicken und eintragen. Da geht es mit weiteren Basics los und ja, kannst du eine ganze Menge lernen und es gibt regelmäßig Tipps von mir. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du meine Seite auf Facebook likest. Und vor allen Dingen, wenn du im nächsten Video wieder dabei bist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Viel Spaß beim Üben und dann bis zum nächsten Video.